Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Armen auf Pelzig. Und ich muss sagen, wegen dem Streitkolver, muss ich nochmal kurz erklären, das hat mir jetzt Geruhe gelost, musste ich jetzt nochmal gucken. Dieser Streitkolben der Zerschlagung, den kann man tatsächlich auf plus 2 aufrüsten von Cromwell, aber dafür habe ich bei der Sir Sals Aufgabe versagt. Da hätte ich anders vorgehen müssen. Da hätte ich tatsächlich das falsche Elysium mir besorgen lassen müssen und hätte das richtige aber trotzdem besorgen sollen, hätte Sir Sals das falsche geben sollen und das richtige Elysium für den Streitkolbe verwenden sollen. Da hätte man dann aufmotzen können. Aber dummerweise, ja wie gesagt, dummerweise habe ich das richtige Elysium weitergegeben, weil man kann dann auch der Kerch das falsche Elysium als Kunstwerk unterjubeln. Das heißt, man hat denn eigentlich so richtig gegen das Knie getreten und sie verarscht. Und man hat das richtige Elysium, was man dann für die Waffe verwenden kann. Also, sorry, das war leider mein Fehler, das habe ich verdummbeutelt. Aber das habe ich bisher auch so noch nie gemacht, um ehrlich zu sein. Von daher, tut mal leid, ich hätte es gern verwendet, um die Waffe stärker zu machen. Jetzt berichten wir erstmal ihm. Zurückgekommen. Meine Spione haben mir berichtet, dass ihr Bodhi in ihrem Bau gegenübergetreten seid. Das muss aber eine ziemlich blutige Angelegenheit gewesen sein. Ihr habt immer noch Geheimnisse. Bodhi hat gesagt, dass ihr es wart, der Irenikus zuerst angegriffen hat. So ein Tun wird niemandem in dieser Angelegenheit weiterhelfen. Ihr habt bewiesen, dass man sich auf euch verlassen kann. Und ich bin gern bereit zu erklären, was passiert ist. Okay. Es waren die Schattendiebe, die Irenikus in Vaukins Promenade angegriffen haben. Wir sind euch seitdem auf der Spur. Ihr wart mit ihm verbündet? Nee, er hat gegen verhüllte Kreaturen gekämpft. Der Bastarde, der Angriff hat alles ruiniert. Ich war frei, um ihn zu finden. Es tut mir leid, dass wir nicht vollkommen ehrlich waren, aber wir mussten uns vergewissern, dass ihr nicht für ihn arbeitet. Ich versichere euch, dass wir noch auf derselbe Seite stehen. Wir haben von eurer Gefangennahme fast umgehend erfahren. In der Stadt geschieht nur sehr wenig, was wir nicht wissen. Wir haben dem wenig Aufmerksamkeit beigemessen. Obwohl es außerhalb von der Reihe der Schattendiebe geschehen ist, haben wir gedacht, dass wir uns über einfaches Kidnapping keine Sorge zu machen brauchten. Aber kurz darauf haben wir angefangen, Leute zu verlieren. Das war der Zeitpunkt, an dem die Bodhi aufgetaucht ist, wenn wir auch ihr Name damals noch nicht gekannt hätten. Mitglieder wurden zum Eintritt in ihr Guild verführt oder gar bedroht. Keiner wurde je wieder gesehen. Wir wissen immer noch nicht, wo die Meister sind. Selbst ihr Truppe können nicht so viel verschlungen haben. Zufällig wurden Leichname in den Kanäle gefunden, der uns dann zu Irenikus und zum eigentümlichen Kerker geführt hat. Wir haben gekämpft und verloren, aber die verhüllte Magier hätten genommen, wie ihr gesehen habt. Also seid ihr um euer Rache betrogen worden. Wir müssen zum Teil die Verantwortung für euren Verlust von Nimone übernehmen, aber unser Hauptanliege war zu der Zeit Irenikus. Wir wissen immer noch nicht, warum er unser Gildemitglieder getötet hat. Also sind wir euch gefolgt. Ihr wart das einzig Lebendige, was aus seinem Gefängnis entkommen ist. Entschuldigung. Wir haben jeden von euren Schritten beobachtet und gewährleistet, dass ihr in unserer Nähe wart. Ich hab keine Liebe für ihn gezeigt, das müsst ihr doch sehen, aber... Wir mussten uns sicher sein. Wir konnten es uns nicht erlauben, einen Feind in die Gilde zu lassen, wenn wir so geschwächt waren. Und um die Worte zu sagen, euer Gold wurde auch sehr benötigt. Wir haben gedacht, ihr könnt uns zu ihm führen, und das könnt ihr auch. Ihr sucht Imone und Irenikus, und wir suchen Antworter. Sie sind an der gleiche Ort gebracht, warum müsst ihr wissen. Die verhüllte Magier. Hans an den Ort gebracht, den die Magier in Adkatla wirklich fürchten. Ein Ort, an dem ihr Macht entzoge und untersucht und ihr Gedanke zu Forschungszwecke offengelegt werden. Azkaban! Ich hörte, dass man es als Heim für magisch Verwirrte bezeichnet. Doch Magier nennen es einfach die Zauberfeste. Es ist ein Irrenhaus, in das Leute eingewiesen werden, die man verschwinden lassen möchte. Nett. Ich will mir das, was ich von Irenikus brauche, nehmen, solange er dort untauglich gemacht ist. Ihr müsst bedenken, dass es nicht damit da ist, einen Angriff zu starten. Die Zauberfeste ist ein Heim, eine Festung, die du zu erschaffen wird, Magier und andere talentierte Leute festzusetzen. Die Insel, auf der sie sich befindet,
Hat die eigene Verwaltung und selbst die verhüllte Magier wissen nicht so genau, was aus den Wedi dorthin geschickt werden. Keiner wollte dort mit zu tun haben, als es angefangen hat. Es ist schon schwierig genug, nur die Überfahrt zu buchen. Dort davor wird euer Gold gebraucht. Sobald ihr auf der Insel ankommt, seid ihr auf euch allein gestellt. Ihr müsst euch gegen die Verteidigungsanlagen des Heimes behaupten und gegen die Piraten kämpfen, die den Ort fest im Griff haben. Kommt mit Imoen zurück, wenn ihr wollt. Tötet Irenikos, wenn ihr könnt. Ich bin bereit zu gehen. Mehr Zeit darf nicht vergeudet werden. Los, weil mir Hen wirklich alles erledigt. Hervorragend. Das Schiff wartet. Ich wünsche euch viel Glück. Ich hoffe, dass jeder findet, was er sucht. Ja. Ohne Level gibt's auch noch, weil wahrscheinlich jeder nur mal Erfahrungspunkte für die Aufgabe kriegt. Jetzt gehen wir wieder zu Irenikos in der Zauberfestung. Wacht auf, Kind. Es ist Zeit für einen anderen Test. Bitte. Ich halte das nicht aus. Geduld, Imoen. Bald ist es vorbei. Nein, bitte, bitte nicht. Ich will noch nicht sterben. Still, Hund. Euer einziger Lebenszweck ist es, durch meine Hand zu sterben. Incertus Fulcher Imperium. Boah. Der Murks sitzt hier jeden der Reihe noch ab und entzieht deine Leute die Seele. Und das wird wohl zu Imoen geleitet. Für sie, Imoen. Sie wird erfreut sein. Reizend. So, jetzt sind wir wieder am Hafen. Dieses Schiff wird euch zur Insel bringen. Mit einem großen Teil eures Goldes wurde eure Überfahrt und das Schweigen der Mannschaft erkauft. Okay. Also es waren, ach, Verzückung des Vaters. Okay. Schattendiebe waren das alles. Alles klar. Wir haben anscheinend Erfahrungspunkte gekriegt, die aber nicht aufgelistet sind. Und Vikonia hat dadurch nochmal eine Stufe erhöht gekriegt. Das ist schon mal praktisch. Obwohl diese Stille mehr symbolischer Natur ist, denn meine Männer können zeitweise auch ein wüster Haufen sein. Ich fördere allgemein den Aufruhr. Das ist auch so ein Riesenarschloch, der Typ. Das Verhalten der Mannschaft ist eure Sache, Kapitän. Solange sie das tut, wofür sie da ist, nämlich meine Leute schnell an Ort und Stelle zu bringen. Macht euch heute Abend nur keine Ängste oder Sorgen. Ich habe dieses Meer schon oft befahren und ich kann keinen Ärger sichten. Dann lassen mich in deiner Vorstellung. Abdel Adrian, das hier ist Kapitän Simon Havarian. Er und sein Schiff werden... Herr Havarian, wie hieß euer Schiff? Ach, der Name erinnert sich, wie sich die Winde drehen. Hauptsächlich, weil ich das Schild nie mit dem richtigen Harz befestige. Sie ist jetzt die Galante, bis es mich woanders tiefer schlägt. Was die Fahrt betrifft, halten euch ja mein Wort ab, der Adrian, weil es mehr birgt, Gefahrer, denn ihr euch vielleicht nicht bewusst seid. Vertraut ihr meine Sicherheit dem albernen Dummkopf, ah? Ich traue seinem Lächeln nicht. Verärgerte Kapitän, Herr Abdel Adrian. Wir haben in der Angelegenheit keine große Wahl, keine große Auswahl. Kein anderes Schiff für die Überfahrt wagen. Für den Kapitän viel zu feige allesamt. Das gibt sicherlich Gefahr, aber euer Gold hat der Stachel der Furcht weitgehend entfernt. Man muss jedoch alles berücksichtigen. Plötzliche Windböe oder verborgenes Riff können sich als tödlich erweisen, aber viel wahrscheinlicher ist es, dass wir berüchtigte Piraten begegnen. Aus dem Grund habe ich für die Reise einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Vorsichtsmaßnahme? Von solcher Absichtlichen wusste ich ja gar nichts. So Sache sollten mit dem Kapitän besprochen werden. Sicher. Ich stelle ein zusätzliches Mannschaftsmitglied zur Verfügung. Jemand, der versuchen wird, die allgemeine Sicherheit von der Reise zu verbessern. Das hier ist Sima. Und sie wird in eurer Nähe bleiben, Simon Havarian. Selbstverständlich zu eurem Schutz. Natürlich. Ich werde sicherstellen, dass sollten wir auf See überrascht werden, die Überraschung auf keinen Fall unseren Tod bedeuten wird. Habe ich mich klar ausgedrückt. Klarer geht's nicht, wer die Dame. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mir euer Tonfall gefällt. Ich versichere euch, dass während unserer Überfahrt keine Widrigkeiten auftreten werden. Das heißt, die sorgt mir, oder wenn ich ja dafür, dass es keine Meuterei gibt von Seiten der Mannschaft uns gegenüber und dass uns keiner im Schlurf die Kehle durchschneidet. Ach, wir ziehen mal euch Berater, Abdel Adrian. Sie kennt einige von den Bewohnern der Insel. Dann ist unsere Mannschaft komplett und wir können lossegeln. Am besten machen wir uns so schnell wie möglich auf den Weg. Lasst mal ablecken, mein Herr. Und wir sind weg. Halten euch fest, die Reise beginnt.
Und ab ins nächste Kapitel. Aran Linweil erweist sich als vertrauenswürdig. Schon bald geht es hinaus in offene Gewässer. Mit dem immer gut aufgelegten Seemon Havarian am Ruder. Die Reise verläuft ohne größere Zwischenfälle. Wenn noch andere Schiffe auf dieser Route unterwegs sind, dann halten sie jedenfalls genügend Abstand. Ihr kommt gut voran und schon bald taucht eine ziemlich große Insel am Horizont auf. Es hätte so ein friedlicher Ort sein können, lege nicht ein langer, dunkler Schatten darüber. Oben auf der Klippe erhebt sich die Zauberfeste. Genau. Wir sind angekommen, und zwar rechtzeitig, wenn ich das hinzufügen darf. Meine Glückwünsche an die Mannschaft und auch an unsere Besucher für ihre unterhaltsame Gesellschaft. Das ist aber echt ein kleines Boot. Also da lauft man sich wirklich täglich über die Fies. Bäh. Ich hab nicht vor, nett zu sein. Ich habe auf der Reise schon so viel von meinem Innenleber ausgekotzt, dass ich schon leerer als ein Halblingskopf bin. Nie wieder kriegt er mich an Bord von einem Schiff. Ich für meine Person fand es ziemlich erfreulich zu sehen, wie er blass wurde, Woche seid und euch wie ihn verzweifelt, dass jemand über die Seite gelehnt habt. Ich hätte euch über Bord gestoßen, wäre ich nicht der Meinung gewesen, dass Abdel Adrian etwas dagegen hätte. Ich werde für eure Bemerkung mit meiner Axt reagieren, wenn jetzt schon der bloße Gedanke an der Bewegung mein Magier in Ufra versetzen wird. Ach, und jetzt ab und seid froh, dass ihr erstmal davon gekommen seid. Ein besonderer Glückwunsch an euch, Kapitän. Es war vorteilhaft, dass ihr die anderen Schiffe abgelenkt habt, die wir in der Ferne gesehen haben. Eure Signale in der Nacht waren sehr Art Warnung. Tja, nun, ich habe gedacht, das könnten Piraten sein. Dass du mich auch eine Reihe von Lichter eingesetzt, die ja irgendeinem entsprochen haben. Ich wollte auch schon wecker, als sei ich einer von ihnen. Nochmals mal Anerkennung. Es schien wirklich, als ob so klar wird, die neue Signale bedeuten Ärger, wenn sie angreifen. Das beweist nur, wie kurzsichtig die sein können. Man muss halt Gegner immer ein Stück voraus sein. Egal, wir sind jetzt Akuma. Ich überlasse euch jetzt eure Aufgabe, wie auch immer die aussieht. Es war Vergnügen, eurer Gesellschaft zu segeln, aber ich wäre jetzt verschwinde. Ich traue dem Piraten nicht, Abdel Adrian. Er benimmt sich wie ein Dummkopf. Aber sein Auftreten während der Reise verrät einen raffinierten Geist. Er scheint mir liebenswürdig genug zu sein. Tötet ihn, wenn ihr wollt. Mir ist es so oder so egal. Wir brauchen unser Schiff vielleicht für die Rückkehr. Nee, bleib nur wachsam. Er ist wahrscheinlich das geringste Übel an dem Ort. Ich muss euch etwas gestehen. Hört mir einen Augenblick zu, wenn ihr genug Verstand habt. Die Witter. Okay. Dann werde ich wohl zuhören müssen. Ihr wollt etwas von mir wissen. Ihr wollt erfahren, wie ich bin? Dann will ich euch die Wahrheit sagen. Ich habe euch angelogen, Abdel Adrian. Lüge, eine andere Lüge verschachtelt. Eine Geschichte von einem Bauer in Beregost? Eine Lüge. Ich habe zahlreiche Nächte mit ihm verbracht, ihn verführt, damit er mir die Dinge beschafft, die ich benötige. Seine Frau und die Bevölkerung haben mich vertrieben. Wie ein Succubus habe ich mich meinem Weg bis nach Am gehurt. Ich habe alle Qualle benutzt, die mich durch meinen Schweiß und meine Leidenschaft erringen konnte. Ich habe meinen Weg mit der Künste meiner Zunge mit dem Gestöhne freigekauft, Abdel Adrian. Und ich habe das mit mehr Männern getan, als ihr zählen könnt. Ihr könntet ihnen nicht das Wasser reichen, kämpfen deine Männer. Na, was denkt ihr jetzt, Abdel Adrian? Wie denkt ihr jetzt über mich? Ich denke, dass ihr verdorbene und perverse Kreatur seid. Sprecht nicht mehr mit mir. Ich denke, dass ihr wollt, dass ich unsere Beziehung für beendet erkläre. So sei es. Ich denke, ihr lügt. Warum versucht ihr so verzweifelt, mich von euch wegzustoßen? Ich mache mal das Vierte. Netz spielen für mich keine Rolle. Ich denke, ihr lügt, oder? Ja, machen wir mal das. Ich versuche euch gerade zu erklären, dass ich Dutzende Revil gehabt habe, dass ich mich in ihrem Speichel gewälzt habe und ihnen gestattet habe, mich zu benutzen, wie es ihnen gefallen hat, um ihr Lust zu befriedigen. Und ich hab's genossen. Ich bin eine Kreatur der dunklen Lüste, ihr Narr. Warum widert euch das nicht an? Wenn ihr euch von mir abspucken, mich an, verfluchen mein Name, ich befehl's euch. Ich bin wie die anderen Männer, ich hab gesehen, wie ihr wirklich seid. Das entspricht nicht dem, was ihr da beschreibt. Ihr müsst euch nicht so erniedrigen. Ja. Bastard, sturer Bastard, ja, Kalassalvella. Warum vertraue ich euch nur? Warum?
Vertraue, liegt der Tod. Lass mich zufrieden. Ich lass mich nicht beherrschen, bleib mir fern. Ja, das ist neu für die. Wie schon gesagt, die versucht jetzt wirklich wegzustoßen, weil sie mit Liebe nicht umgehen kann, nicht mit Vertrauen. Zusätzliche Priesterzauber 4, 5, 7, das ist super. 2 Trefferpunkte und noch ein Sagenkunde. Perfekt. Das ist ja Genesung. Interessant, dass es als Nekromantie zählt. Nee, das ist etwas zu viel. Auferstehung wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Ist auch Nekromantie übrigens. Ach, sehr interessant. Schild der Archonen. Ich würde mal sagen, da Anomen halt die zwei Dinger mit dabei hat, machen wir mal Auferstehung bei Vikonia mit rein. Das kann definitiv nicht schaden. Hier machen wir noch einen kritische Wunden rein, weil Auferstehung ist genau das, was das Zepter auch macht. Hier machen wir nochmal schwere Wunden heilen. Und ich denke, das reicht erst einmal. Okay, jetzt speichert es mal automatisch. Ah, nicht verkehrt. Ist schon geschehen. Und dann gehen wir doch mal dort hier. Da ist nochmal die gute Sima. Ja, retten wir auch nochmal. Ein wunderschöner Tag. Simon wirkt nervös. Finden mal raus, was er will. Mhm. Ich fürchte, ich kann euch noch nicht erlauben, mich zu verlassen. Obwohl ich zugegebenerweise ein gewisses Wohlwollen für euch verspüre, habe ich in meinen Taten doch nur wenig Wahl. Spart euch die Worte, ich habe euch von Anfang an nicht getraut. Ich bin auf euren Verrat gefasst. Ich entschuldige mich, wie bereits gesagt. Dies war absolut nicht meine Absicht, aber man muss tun, was ein gutes Geschäft gebietet. Ja, andere Leute verrote halt. Ihr werdet jene wiedererkennen, die euch jetzt gegenüberstehen. Ich hoffe nur, dass wir bei der Begegnung kurze Prozess machen. Gewalt kann ich nicht gutheißen, wirklich nicht. Ihr wagt es! Ihr verbündet euch mit derselbe Vampire, die wir bekämpft haben, und stellt unsere Falle? Dafür werden ihr bezahlen, Pirat. Okay. Da haben wir jetzt Del, Parisa und Valen. Valen kennen wir, die wollte uns ursprünglich anwerben. Parisa hat uns mal auf der Straße überfallen und Del genauso. Deswegen schicken wir Abdel, schicken wir Anomen vor. Mir, und die andere erstmal in den Hintergrund. Oh Scheiße. Der Sieg wird unser sein, ihr wisst das. Oh Scheiße. Okay, dann wieder Plan B. Und gut, gerade noch so. Glück habt. Alle auf Del zuerst. Von der Frau los, dass ich sehr leicht verführe. 8500 bringt sie. Und Parisa bringt 8500. Und Valen bringt 8500. Das sind noch junge Vampire, wie es aussieht. So. Da hätten wir das auf jeden Fall erledigt. Er soll mich gefälligst in Friede lassen, der dumme Hund. Und Edwin genauso. Versuch's gegen Korgan mal, du Blödmann. Okay, na toll. Gut, die sind jetzt wieder bei Summer. Und dann retten wir jetzt nochmal mit ihr. Weil sie so freundlich gegenüber unserer Gruppe. Ich hab gewusst, er wird sich als Verräter erweisen. Unsere Drohungen haben ausgereicht, uns auf dem Wasser in Sicherheit zu halten. Doch es muss hier jemand geben, den er noch mehr fürchtet. Es kann nur einer geben, der dafür verantwortlich ist, Dieb. Denn einer, den wir vor kurzem bekämpft haben, wird vorab gehalten, hin euer kostbare Gilde zu zerstören. Das war gewiss Bodys Werk, ja. Die Geschöpfe waren Sämon nie aus freie Stücke gefolgt. Sei Schwäche hätte sie angewidert. Okay, vergesst ihn, ich habe keine Angst vor ihm oder irgendeiner Intrige, mit der er vielleicht aufkreuzt. Ja, da ist er vor der Schlacht Flor. Ich muss ihn auf jeden Fall zurückzahlen, wenn ich ihn wieder sehe. Es gibt sowieso viel wichtigere Dinge, um die wir uns jetzt einen Kopf machen müssen. Ich muss dafür sorgen, dass ihr ins Heim gelangt. Gehen doch mal in die Taverne. Sprechen mit einem Mann namens Sanik. Wenn es einen Weg ins Heim gibt, dann wird der ein Kenner. Ich werde mich ein bisschen umsehen, um euch am Durchgang treffe, der zum Heim führt. Dummeln euch, Abdel Adrian. Unser Gegner wissen, dass wir hier sind. Okay. Dann gilt es jetzt erstmal hier das Piratennest, wo wir gelandet sind, zu erkunden. Ja. Wie gesagt, das muss jetzt erstmal erkundet werden. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal durch die Gegend rennen und uns hier mal ein bisschen umgucken.
Lady Galvenas Freudenhaus ist momentan geschlossen. Ihr werdet später wieder kommen müssen. Okay, die... Dach auch. Mein letzter Stündel hat geschlagen, Chorknabe. Gut gemacht, werter Herr. Ich werde Descharik über die Ergebnisse in Kenntnis setzen. Ja, warum auch nicht? Wie sieht es da mit dem hier aus? Was ist das für eine Kurtisane, männliche? Dann geht lieber weiter. Es gibt bestimmt Jungs, die ihr Stündchen mit euch zu schätzen wissen, aber ich bin keiner von denen. Okay. Okay. Ich habe echt gedacht, es wäre so ein Adliche, der hier vom Freudehaus rumlungert. Aber okay. Ja, Brünnlaw heißt es. Okay. Callahan. Ich bin Callahan, die Geisel der Sieben Meere. Das trifft dich gut. Was macht ihr hier in Brünnlaw? Schmuggeln. Ja, was müsst ihr was heim? Nicht so viel. Bisschen Olivenöl. Ja, was passiert denn hier so in der Stadt? Ei, Brünnlaw ist ein Ort für Abenteuer. Wenn ihr mit Abenteuern trinke und einer Lady Landurlaubsaktivitäten meint, guckt euch an, oh, Mannschaft, bla 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 bla. Der hat leider nichts zu verkaufen. Macht euch deswegen keinen Knoten in die Hose. Ach gut. Dann schicken wir mal unseren Running Dwarf hier wieder los. So, wieder die Hast. Ja, okay. Das war irgendwie war Hast anscheinend gerade blockiert bei ihm. So, was haben wir denn hier? Schiffchen? Was ist mit dir? Was wollen die hier? Keiner da, wo Schiff und Pirate führst. Nicht einer. Ja, dann ist ja gut. Sehen wir mal zu. Ich habe mit niemandem zu sprechen. Ich kenne mich den ganzen Tag lang mit irgendwelchem Quatsch voll. Sabler an Bord kommt ihr trotzdem nicht. Mir gibt es dazu nicht zur Sache. Ja, und was ich da mache, ne? Egal. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Gruppe fähig sein würde, mich zu erfreuen. Aber dennoch bin ich da. Murks mal den Hansel da ab. Und weg ist er. Gott. So viel Tod dazu. Also hier unten gibt es nichts wirklich mehr, was wir erkunden könnten. Dann können wir genauso gut da hochgehen. Ja, und können uns einfach eine Ebene weiter oben drüber nochmal umgucken. Brünnlaw Ahoy. Jetzt wissen wir wenigstens, wie es hier heißt. Ihr benötigt etwas, Fremde? Ja, weiter, Kamerad. Der war auf Argstellte. Der vulgäre Affe. Das ist die Taverne. Hier ist nichts. Da geht's irgendwo rein. Wir gehen einfach mal jetzt in jedes Haus rein. Warum auch nicht? Ich kümmere mich. Der Kunde hat immer recht. Ja. Ja, dann... Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Okay, der hat nichts parat, was er für mich hat. Okay, warum auch nicht? Dann hat er halt nichts, aber ich mag trotzdem erstmal speichern und mag dann mal die Bude ausräumen. Ja, komm. Wir rahmen dann schon die Bude aus, wenn wir dann schon hier sind. Und da ist noch was und da ist noch was. Da ist noch Quatsch. Da ist auch noch Quatsch. Na gut, ein paar Münze haben wir wenigstens auch gefunden bei ihm. Ich bin da. Und weiter geht's. Sein muss. Da ist noch so ein Pirat. Dann macht er mal kalt. Gut. Wieder ein paar Münze. Da geht's wieder in irgendeine Hausreihe. Da ist kein Mensch, wie es aussieht. Umso besser. Dann gucke ich mich doch hier mal um. Oh, ein Spitzbube stellen an da. Sehr gut. Okay, der ist ganz voll. Sehr, sehr gut. Und was ist hier drin? Ein Blutsteinring. Etwas schade. Nur sowas Popliches. 9 Münze. Schade, ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass da ein bisschen mehr drin ist. Wenn du eure Falle gestellt ist. Aber wenigstens 3250 Erfahrungspunkte gibt es auch noch. Jetzt stechen die sich hier gegenseitig ab. Nur die in ihr lebenden Narren bleiben stets die gleichen. An Olben der Pirat und Anda der Pirat. Und ich sag noch was, Nuff. Genau. Das war auch sehr ersichtlich. Aus dem Arr. Gut. Ja, genau wie du es schon sagst. Da gehen wir Arme hoch. Da ist aber nichts. Das Mädel will eventuell mit uns sprechen. Verzeihung, Berthe, ich wollte euch nicht auch remple. Ich muss gehen.
Geht, wenn ihr wollt. Ich würde mal Geld nicht nehmen, wenn ihr es nicht nötiger brauchen würden als ich. Ich muss gehen. Das mit einem Geld tut mir leid. Ich stehe nicht gern. Ich muss gehen. Ja, wegen 10 Goldmünze. Und ich glaube, wir sind echt nicht so drauf, dass wir hier Kinder verprügeln oder sonst irgendwas machen. Das wäre echt so asozial. Ich meine, sogar Korgan hat ja auch gesagt, dass sogar er nicht Kinder versklave wird oder schlache wird. Von daher, wenn sogar Korgan das nicht macht. Jetzt gehen wir erstmal hier. Da geht es nämlich zu der Zauberfeste. Und das Gebiet wollte ich einfach jetzt nochmal kurz erkundet haben. Die Sieme steht auch schon hier. Dann ist hier, glaube ich, noch schön die Möglichkeit, an was Draht zu kommen, wo es ins Heim geht. Betrunkener Seemann und nochmal ein Pirat. Gut, dann kommt er mal hierher wieder. Hoffentlich werde ich wenigstens gut ein paar Münze, das ist nie verkehrt. Auf der Karte sieht es eigentlich auch soweit ganz gut aus. Hier ohne war man schon drin. Do aber, das ist nur das Heim vom Piratefürst. Da gehen wir noch nett rein. Moment. Ist schon geschehen. Ich glaube, da war noch gut die Möglichkeit, um in die Zauberfeste reinzukommen. Das war das Haus von einem Magier. Der hatte Schutzzeichen. Und do, damit können wir auch in die Zauberfeste eindringen. So, jetzt speichern wir da auf jeden Fall schon mal. Weil der ist nicht ohne, der Kerl. Ich sage für Ruhe und Ordnung. Perf, der Adept. Es ist wieder mal Zeit für Experimente. Ich werde auf eure Weisungen, Aufseher. Ihr da, könnt ihr zu der verhüllten Magier? Ich erwarte was von euch. Erwarte? Aus dem Aufseher hat ja niemand was zu erwarten. Erwartungen. Ihr seid in Begleitung von Abdel Adrian. Die Abbilder von denen, die wiedererkannt werden müssen, habe ich bekommen. Sie sind in meinem Kopf. Abdel Adrian? Abdel Adrian? In dieser Dummkopf denkt dich selber. Ein stärkerer Verstand hat von ihm Besitz ergriffen. Schaut euch seine Augen an. Abdel Adrian, wenn ihr den Proband trefft, zögert nicht, seine Grenzen auszutesten. Das sind wertvolle Studienparameter. Hör doch mal auf, in Rätsel zu sprechen, du verhüllter Bastard. Wo ist Imon? Ich würde sagen, ihr führt mich zu Irenikus, und zwar jetzt. Grenzen testen. Ja, Grenzen testen. Jep, der ist eindeutig besessen, ja. Der Typ. Deswegen durchdringen wir doch erst einmal seit Zauber mit Magie durchdringen. Und jetzt kommen wir auch locker durch. Oh, das war noch ein Sonnenfeuer. 20.000 Erfahrungspunkte hat er gebrockt. Corgi hat ihn abgeschlachtet. Aber 20.000 Erfahrungspunkte bringt der Typ. Das ist jetzt nur sein Abbild. Und er hat einen Schutzstein für das Heim dabei und Buch der zahllosen Zauber. Das ist ach sehr geil, das Ding. Schutzstein für das Heim. Sieht ein bisschen wie eine Scream-Maske aus. Das ist der Schutzschein, den ihr vom Adepten Perth erhalten habt. Er sollte eigentlich die Schutzzauber aufheben, die euch daran hindern, in die Zauberfeste vorzudringen. Buch der zahllosen Zauber. Das uralte Buch öffnet sich mit einem vernehmlichen Knirschen. Auf jeder Seite des Buchs der zahllosen Zauber ist ein Zauber niedergeschrieben. Dem Verfasser ist es erstaunlicherweise gelungen, diese Zauber in solch allgemeinverständlichen Begriffen zu beschreiben, dass sie von einem Priester, einem Dieb, ja selbst einem Kämpfer verstanden und eingesetzt werden können. Jeder Zauber kann einmal täglich angewandt werden. Man kann das Buch auch umblättern und hoffen, auf der nächsten Seite einen besseren Zauber zu finden. Das ist jedoch ein Glücksspiel, da man in dem Buch nie wieder zurückblättern kann und man vorher nicht weiß, ob der Zauber auf der nächsten Seite besser sein wird. Sobald die letzte Seite des Buches erreicht ist, kann man nur noch diesen Zauber einsetzen und nicht mehr weiterblättern. Der Zauber auf der aufgeschlagenen Seite ist Feuerball. Mithilfe dieses Zaubers, bla bla bla, das ist nur die Beschreibung. Ich würde sagen, Abdel Adrian kriegt das jetzt sogar mal, bis man wieder Unsichtbarkeitstränke für ihn hin. Aber das ist schon echt nicht schlecht, dieses Buch. Das kann halt wirklich mit Überraschungen arbeiten, aber es kann auch wirklich sehr nützlich sein. Der ist voll, okay. Dann mag ich trotzdem nur die Truhe auf Knacker von dem Kerl. Entschärfe und Knacke. Oh ja, so ein bisschen Habseligkeit hat er noch gehabt. Aber ich warte. Gute Idee, das mir zu übertragen. Wir gehen nochmal weiter. Schön ist auf jeden Fall, dass wir jetzt schon mal ein Ding gefunden haben, was uns sicheren Zugang zu der Zauberfeste gewährt. Aber es gibt nur noch weitere Möglichkeiten.
Kurtisane. Man kann auch zum Piratefürst gehen und ihn bezahlen, dass er Enki schickt, beziehungsweise wenn man Minsk in der Truppe hat, sagt man, wir sind eindeutig verrückt, guckt euch nur den Typ an, der spricht mit seinem Hamster. Und dann werden wir auch so eingewiesen. Da ist noch ein Tempel der Ambali, das ist die böse Meeresgöttin. Ich hab schon wegen weniger getötet. Also die rachsüchtige Meeresgöttin ist das sozusagen. Gut, jetzt haben wir auch Bryn Law soweit erkundet. Jetzt haben wir eigentlich nur noch den Tempel der Ambali und die Taverne vor uns. Sowohl dann auch das Bordell könnte man noch reingehen und das Haus vom Piratefürst. So, jetzt sprechen wir nochmal mit derer gute Frau. Gucke, was die so hin. Warum stört ihr meine Meditation? Die Königin der Schlampe heißt euch in ihrer Behausung willkommen, Sterbliche. Wollt ihr mir Gunst für eure Reise bitte? Ja, was habt ihr dann so Art zu bieten? Was können sie dann verkaufen, Shannas? Ein Kleriker stecken, ein Gürtel der Wucht. Nee, eigentlich haben die nur Müll hier Art zu bieten und unser Zeug können wir leider nicht verkaufen. Trotz allem würde ich sagen, wir nutzen auf jeden Fall mal ein paar Zauber hier aus. Damit wir einfach noch ein bisschen geheilter sind. So. Das passt schon. Identifizieren müssen wir nichts. Und ich die Sache. Ich mache jetzt auch in der Taverne meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2. Schatten von Arm. Uff, hält sich. Also machen's gut. Und bis morgen dann. Eiern. Yankee.